Über die nächsten zwei Tage werden die NATO-Verteidigungsminister sich hier im Hauptquartier der NATO tagen und vielfältige Themen besprechen. Sie werden auch die Lage in Nordostsyrien besprechen. Und was mich aber ermutigt, ist die Tatsache, dass in den letzten Tagen es einen Rückgang der Gewalt gab und der Kämpfe in der Region. Und darauf müssen wir aufbauen, um eine langlebige politische Lösung zu finden für diese Krise, für die Krise in Syrien. Die Lage ist noch sehr fragil und noch sehr unsicher, aber wir haben bereits einige Fortschritte gesehen, eben durch diesen Rückgang in der Gewalt in den letzten Tagen. Wir werden ebenfalls alle NATO-Missionen und Operationen besprechen, vom Balkan bis Afghanistan, sowie auch natürlich den Beitrag und die Partizipation in NATO in der globalen Koalition zur Bekämpfung von ISIS und unsere Ausbildungsmission im Irak. Beim heutigen Abendessen werden wir hybride Gefahren und Taktiken besprechen und die Reaktion der NATO darauf. Und es ist auch sehr wichtig, dass unsere Gesellschaften resistent sind dagegen. Und ich erwarte, dass die Minister sich während dieses Treffens einigen werden auf neue grundlegende Anforderungen für Telekommunikationssysteme und für die Resilienz dieser Systeme, darunter auch Anforderungen für die 5G-Netzwerke. Dann werden wir morgen über die Bereitschaft unserer Streitkräfte sprechen und über die Lastenverteilung. Wir werden einmal feststellen, wo wir uns gerade befinden. Und dann werde ich wieder betonen, wie wichtig auch eine faire Lastenverteilung ist im Bereich der Ausgaben, aber auch bei den Beiträgen und bei den Fähigkeiten. Und ich werde einen Bericht vorbereiten für die Staats- und Regierungschefs für ihr Treffen in London im Dezember. Und das letzte Treffen morgen wird mit unseren Partnern in der Unterstützungsmission stattfinden, wo wir auch Afghanistan besprechen werden. Die NATO hat sich diesem Ziel der Unterstützungsmission verschrieben und unsere Ausbildung der afghanischen Streitkräfte. Und ich denke, das Beste, das wir machen können, damit eine politische Lösung ausgehandelt werden kann, ist eben die weitgehende Unterstützung der afghanischen Streitkräfte, sodass die Taliban auch versteht, dass sie sich an den Verhandlungstisch setzen müssen und Kompromisse eingehen müssen. Was denken Sie über den deutschen Vorschlag einer Sicherheitszone in Nordostsyrien und was für eine Rolle könnte die NATO dabei spielen? Ich habe diesen Vorschlag mit der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer besprochen. Ich denke, das ist positiv, dass NATO-Bündnispartner in diesem Fall Deutschland Vorschläge haben, Ideen haben, wie wir hier Fortschritte erzielen können, wie wir Konditionen erschaffen können für eine langlebige politische Lösung. Natürlich gibt es hier viele Herausforderungen, viele Fragen müssen beantwortet werden. Aber der Gedanke, dass ein nationaler Rahmen erschaffen werden kann für die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen in Nordsyrien, ist etwas, das ich, das meiner Meinung nach Verteidigungsminister, wenn sie sich später am Tag treffen, auf jeden Fall besprechen werden, denn alle NATO-Bündnispartner unterstützen natürlich die Bemühungen, eine politisch ausgehandelte Lösung zu finden und eine nationale Lösung. Und der deutsche Vorschlag ist natürlich ein Element davon.